Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo, in dem ich euch drei kleine Sachen erklären werde. Ja, wie man es vielleicht hört, ich bin ein wenig krank, das heißt, ich werde heute ein bisschen ruhiger reden und werde mal schauen, dass ich das hier so schnell wie möglich über die Bühne bringe. So, Punkt 1 auf meiner Liste ist der Projektabbruch von zwei Projekten. Einmal wäre das Fallout 3 und zum anderen World of Warcraft. Bei Fallout 3 ist es einfach so, dass ich meinen Laptop platt machen musste, jetzt die Speicherstände weg sind. Ich hatte das Spiel an sich eigentlich auf meiner Platte gespeichert, aber naja, die Speicherstände sind weg und ich habe gar keine Motivation mehr, überhaupt noch dorthin zu spielen, weil wir ja doch schon ein Stückchen weit waren. Zu World of Warcraft ist es ganz einfach so, dass ich eine Probeversion hatte, also die World of Warcraft Testversion. Ich dachte eigentlich, das ist die Level 20 Version, war es dann aber doch nicht. Und ja, die Version ist abgelaufen, die Charaktere sind weg und ja, dann bringt es auch eigentlich nichts mehr, weiterhin ein Let's Play davon zu machen. Das war dann auch schon Punkt 1. Punkt Nummer 2. Ich habe ein neues Mikro, wie man eventuell hört, und zwar habe ich das T-Bone SC440. Dasselbe, was auch schon andere größere Let's Player, wie zum Beispiel Schmunzelfee haben und diverse andere. Ja, mehr gibt es zu diesem Punkt auch eigentlich nicht zu sagen. Dann Punkt 3 ist der Uploadplan, wie man hier schon sieht. Der Uploadplan gilt ab dem 10.12.2012, das heißt nächste Woche Montag. Dann kommt es wie folgt. Moment, ich gehe mal mit der Maus rein. Dann haben wir hier Minecraft Bucket Together Minecraft Bucket Together 18.30 Uhr. Und GTA San Andreas um 16 Uhr. Okay, muss eigentlich andersrum sein, ist jetzt aber egal. Dienstags haben wir GTA San Andreas um 16 Uhr. Mittwoch haben wir Minecraft Bucket Together, 18.30 Uhr, GTA San Andreas 16 Uhr und immer so weiter. Bis zum Samstag. Da kommen von mir Folgen nach Lust und Laune, das heißt zwischendurch kleine Projekte wie meine neue Rubrik Steam Demos, was ich da schon angefangen habe mit Deponia. Ja, das kommt dann eben alles zwischendurch und ja, was wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Achso, GTA San Andreas ist mein Hauptprojekt in diesem Moment, also wird davon jeden Tag eine Folge kommen, insofern ich es hinbekomme, durch meine Schule, durch die Ausbildung, was ich gerade mache, ist es halt manchmal schon ein bisschen schwer, das regelmäßig einzuhalten. Und wenn dann mal ein Tag nichts kommt oder zwei, dann müsst ihr mir das einfach verzeihen. Es geht dann eben einfach nicht. So, das war's dann jetzt auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Nachmittag, was auch immer. Bis denn. Tschüss.